Hallo zu einer etwas kürzeren Folge von Mikoto Let's Read. Hey, sicherlich würde sie in den Pausen genauso belagert werden wie Mikoto. Also ne, die Blonde, die wir letztes Mal Megumi Totaka kennengelernt haben. Und der Lehrer, es tut mir leid, dass ich heute zu spät zum Unterricht erschienen bin. Sie hatte sich zu dem Lehrer gedreht und dies in einer süßlichen Stimme gesagt, woraufhin sich der Lehrer am Kopf kratzte und etwas von "Ist mir bislang noch nie bei dir passiert", murmelte. "Nimm einfach auf deinem Sitz Platz, damit wir endlich anfangen können." Sie lächelte leicht, kaum merklich. Mikoto runzelte nur mit der Stirn und der Lehrer begann den Unterricht, was Mikotos Aufmerksamkeit auf wichtigere Dinge lenkte. Tatsächlich kam sie recht gut im Unterricht mit. Natürlich konnte sie keine Detailfragen des Lehrers beantworten, aber das Lernen am Vortag hatte ihr zumindest ein Grundverständnis für die momentane Thematik gegeben, auf dem sie aufbauen konnte. Mikoto kniete sich darum richtig rein und passte in den Stunden bis zur großen Pause genau auf und machte sich viele Notizen. Was sie aufzuholen hatte, das wollte sie möglichst bald aufholen, damit sie so bald wie möglich wieder mit normaler Mitarbeit gute Noten schreiben konnte. Die zweite Stunde Mathematik wurde ein wenig schwieriger und Mikoto bemerkte, dass ihr vor allem die Übung fehlte. Sie kam zwar auf die richtige Lösung bei den Übungsaufgaben, aber war bedeutend langsamer als die meisten anderen. Die Stunde endete schließlich ebenfalls und es klingelte zur großen Pause. Mikoto grübelte noch über eine Aufgabe, die sie sich nicht als Hausaufgabe aufbekommen wollte, gab dann aber doch auf, nachdem Sayuri sie fragte, ob sie den gar nicht essen wollte. "Doch, doch." Sie schlug das Heft zu. "Natürlich will ich und ich muss noch wohin." "Kommst du nicht zur Mensa?" Sie nickte und schüttelte gleich darauf den Kopf. "Geh doch mit Mio schon einmal vor, Sayuri, ich komme sofort nach." Ein wenig enttäuscht zog Sayuri mit Mio von dann. Aber was sollte Mikoto machen? Es zulassen, dass sie an ihren Rockzipfel hing? So war es besser. Außerdem, wer wusste schon, über was Yuki reden wollte? Sayuri könnte fehl am Platze sein. Außerdem wollte Mikoto noch kurz zu den anderen Platz in der vordersten Reihe. Jeden Platz, der Ryota bis zum heutigen Tag gehört hatte. "Hey, also was machst du genau hier? Dein Ziel, dieses gestern genannte Problem, ist es doch nicht hier in der Ishiharahai?" Megumi drehte den Kopf zu ihr. In ihrem Gesicht konnte Mikoto nur eine Emotion lesen. Pure Verwunderung. "Bitte was?" "Deine Angelegenheit, wegen der du hier bist. Wenn es hier in dieser Schule ist, dann geht es auch mich etwas an. Ich will nicht, dass meine Freunde in Gefahr geraten." Megumis Gesicht verdüsterte sich schlagartig. "Wieso sprichst du davon?" "Habe ich gerade eben beantwortet. Ich schütze meine Freunde." "Das meine ich nicht." Megumi stand ruckartig auf und griff mit der Hand nach Mikotos Gesicht und blickte ihr tief in die Augen. "Du hast alles über mich vergessen, unser Gespräch gestern, meine Anwesenheit hier und das Gespräch im Moment. Der Name Megumi Totaka hat keine Bedeutung für dich, ist das klar? Das wird schwer, wenn du in meine Klasse gehst." Megumi ließ sie schlagartig los. Erneut stand in ihrem Gesicht vor allem Verwirrung geschrieben. Dann packte sie hastig ihre Tasche und verließ den Raum. Keiner der Schüler auf dem Gang hielt die neue Austauschschülerin auf. Fast so, als wäre sie schon ewig da und keine Besonderheit mehr. Mikoto rieb sich über den schmerzenden Kiefer. Diese Frau hatte einen ganz schön festen Griff. Komisches Mädchen. Sie verließ das Klassenzimmer in Richtung Dach. Dabei hatte sie sich vor allem durch die neugierigen Schüler zu kämpfen, welche das Mädchen sehen wollten, das entführt worden war. Mikoto mochte diese Aufmerksamkeit nicht, aber sie kam da nicht drum herum. Nur die Zeit würde das ändern. Oder so richtig fesche Fähigkeiten wie von Megumi Totaka. Schließlich hatte sie es auf das Dach geschafft. Yuki saß bereits dort und hatte ihr erstes Brot verzehrt. "Du hast ganz schön lange gebraucht." Sie schluckte den Bissen Brot herunter. "Naja, ich habe ein paar Worte mit dieser angeblich japanischen Austauschschülerin gesprochen, die eindeutig keine japanischen Abstammung ist." "Was für eine Austauschschülerin?" Yuki erschien sichtbar überrascht, als sie Mikoto neben ihr niederließ. "Megumi Totaka, das blonde Mädchen, das auf Ryotas Platz ist." "Wovon sprichst du, Mikoto? Megumi ist seit Jahren in unserer Klasse. Und wie kommst du darauf, dass sie keine Japanerin sei?" "Megumi ist eine klassische japanische Schönheit. Das sieht man doch auf den ersten Blick." "Ich kenne da einen guten Optiker, Yuki. Ich befürchte nämlich, dass du blind geworden bist."
Wie sollte ein blondes Mädchen mit europäischen Gesichtszügen Japanerin sein? Außerdem ist sie erst seit heute Morgen in der Klasse und nicht schon seit Jahren. Was für ein Unsinn, sie war doch auch bei der Klassenfahrt dabei, nicht? Mikoto stockte. Yuki schien sie nicht veralbern zu wollen. Seine Augen sagten Mikoto, dass sie die Wahrheit sprach. Und wenn sie so darüber nachdachte, niemand hatte die Austauschschülerin umringend und mit Fragen durchlöchert gehabt, wie es bei ihr der Fall gewesen war. Um es genau zu sagen, sie war einfach da, wie Yuki, Ryota oder Miu. Als gehörte sie hierher. Sie schüttelte den Kopf, denn der Gedanke war abwegig. Sie war neu, so viel war sicher. Das ist seltsam. Sie ließ das Thema aber erst einmal ruhen. Yuki veralbertete sie scheinbar nicht und am Ende konnte wohl nur diese Tutaka dieses Mysterium aufklären. Wechseln wir das Thema. Der Psychiater kommt heute Abend zu uns und nachdem ich meine Stippvisite absolviert habe, weil ich ja Geister sehe, würde er sich dir widmen. Allerdings ist der Psychiater teuer und wir können dir nicht dutzende Stunden kaufen. Du wirst also mit deinen Eltern reden müssen. Aber ich würde ja vorschlagen, wir schauen erst einmal, was da rauskommt. Vor allem, wie viele Sitzungen er veranschlagt, bevor er die Diagnose stellen darf. Yuki lächelte sie glücklich an und bedankte sich bei ihr noch einmal. Sie hatte das während des Ausflugs schon dutzende Male getan, aber sie wurde dem scheinbar nicht müde. Danke, Mikoto. Du bist wirklich meine beste Freundin und vermutlich, wenn Steve nicht mehr wiederkommt, meine einzige wahre Freundin. Abwarten. Sie brachte es nicht über das Herz, Yuki zu sagen, dass ihr Freund im Untersuchungshaft saß, weil er eine junge Frau ermordet haben soll. Steve! Aber du wolltest mit mir reden, nicht wahr? Yukis Miene verfinsterte sich schlagartig. Es gibt doch kein Problem mehr mit deinem Coming Out? Sie schüttelte wild den Kopf. Nein. Aber ich habe ein paar Fragen an den Profi. An dich als Geisterseherin. So? Mikoto legte den Kopf schräg und biss dann in ihr eigenes Brot, das sie sich vom Frühstück mitgenommen hatte. Worum geht's denn? Hattest du mal den Fall, dass ein Mensch in unserem Alter oder noch älter plötzlich anfing, wieder Geister zu sehen? Mikoto schluckte den Bissen herunter und überlegte kurz. Nein. Dann sollte es unmöglich sein? Das will ich jetzt nicht sagen. Sie nahm einen weiteren Bissen, bevor sie weitersprach. Im Endeffekt ist es unser Gehirn, das die Bilder der Geister ausblendet, weil die Vernunft uns immer zu erzählt, dass es keine Geister gibt. Bei Geistersehern fehlt diese Vernunft oder sie haben ihr nie geglaubt. Alle Kinder sehen schließlich Geister bis zu einem gewissen Lebensjahr. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jemand, der ganz stark an Geister glaubt, irgendwann beginnt, sie wieder zu sehen. Ja, denkst du das? Dann ist es möglich? Mikoto nickte. Vermutlich schon, aber ich denke, dass die meisten Leute danach in die Psychiatrie eingeliefert werden. Ernüchternd. Nein, so sind die Menschen einfach. Sie halten alles für Hirngespinste, wenn sie es nicht verstehen. Yuki überlegte kurz und nickte dann. Mikoto hatte da nicht so ganz Unrecht. Ein einfaches Beispiel waren da wohl Aliens. Der Weltraum war riesig und die Chance, dass der Mensch alleine war, unglaublich gering. Aber da es noch keine offiziellen Alienlandungen gab, wird eigentlich jeder, der an außerirdische Besucher auf der Erde glaubt, automatisch für ein bisschen verrückt gehalten. Das gleiche galt für die Leute, die irgendwelche Fabelwesen suchten. Zumindest so lange, bis man wirklich mal einen Bigfoot oder einen Nessie vor der Flinte hatte. Das war wirklich eine komische Frage. Yuki nickte leicht. Vielleicht, aber ich habe noch eine zweite. Die ist eigentlich wesentlich wichtiger. Dann schieß los. Also, das hat jetzt nur indirekt mit Geistern zu tun, sondern ist mehr eine allgemeine Frage zum Thema Tod. Du hast mir mal erzählt, dass die Geister, die unsere Welt verlassen, zum Rat des Schicksals gehen. Das ist richtig. Der ewige Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt, über den die sogenannte Herrin des Todes wacht. Ich kannte den Ort aus Erzählungen der Geister. Dann wurde ich von Kenshin Momonari einige Momente lang dort eingesperrt. Ich erblickte die Räder des Lebens also mit eigenen Augen. Ich finde sie aber jetzt nicht unbedingt beeindruckend. Das sagst du so einfach. Es gibt halt nicht viel zu sehen. Es ist eine endlose, leere, weiße Wüste, an dessen unerreichbaren Horizont sich die Räder des Lebens drehen. Und es gibt die ganzen Geister dort, richtig? Nein, ich denke nicht. Sie scheinen ihre äußere Hülle zu verlieren, denn als ich dort war, bestanden die Geister nur noch aus undeutlichen Schemen.
Vermutlich sind es die reinen Seelen, da sie so etwa aussahen wie die Seelen, die Kenshin Momonari vom Rat hinwegriss, bevor ich ihn besiegte. Vermutlich waren sie in diesem Zustand eine Weile lang auf ihre Wiedergeburt. Dann ist es also normalerweise unmöglich, einen Geist vom Rat des Schicksals zurückzuholen? Mikoto verschluckte sich beinahe an ihrem Brötchen. Dann sprang sie empört auf. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt für eine Frage? Wenn du denkst, dass ich den Geist deiner Schwester zurückholen kann, dann muss ich dich leider enttäuschen. Denn Megumi ist weg, für immer. Vermutlich sogar schon lange wiedergeboren. Und das ist auch gut so, sie war schon viel zu lange in dieser Welt. Sie schockte, als sie merkte, wie wütend sie klang. Sie wollte Yuki nicht anschreien, aber alleine der Gedanke daran, einen Geist zurück vom Rad des Schicksals zu holen, entsprach dem genauen Gegenteil von dem, für das sie seit Jahren kämpfte. Sorry. Ich wollte dich nicht anschreien, aber deine Frage war so abwegig und ich habe einfach nicht mit ihr gerechnet. Tut mir leid, dass ich Megumi nicht zurückholen kann. Niemand kann das. Das musst du auch nicht. Ich versuche es nur zu verstehen. Was willst du verstehen? Diese fragte Mikoto Yuki erstaunt und als sie den Kopf hob und ihr in die Augen zu blicken, erschrak sie furchtbar. So stark sogar, dass sie mit rudernden Armen das Gleichgewicht verlor und auf den harten Beton des Daches fiel. Sie war nicht mehr alleine mit Yuki auf dem Dach. Neben Yuki stand der Geist ihrer Zwillingsschwester, Megumi. Ba, 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 ba. Ja, ich muss sagen, leider aus Zeitgründen endet diese Folge jetzt schon bei der Hälfte. Aber, ja, der große Plot-Twist, der große Cliffhanger der letzten Akte wird jetzt endlich thematisiert. Wie ist Megumi jetzt Rat des Schicksals? Nein, sie ist immer noch in ihrem alten Geisterkörper, hat aber eine neue Frisur und neue Klamotten. Wo shoppt sie? Wo ist ihr Friseur? Und wie geht das überhaupt? Ja. So, was hatten wir noch? Wir hatten das Gespräch zwischen ihnen und ihr. Ah ja, ja genau. Die Megumi Totaka. Ja. Scheint ja wohl sehr überrascht zu sein, dass Mikoto besonders ist. Aber in welchen? Ich bleibe gespannt dabei und lese weiter. Bis nächstes Mal, wenn es wieder normal lange Folge ist. Ciao.